Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Regenbox von Zero. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Regen von Zero, das Ganze am 27. November erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das zweite Album von Zero. Das Ganze kommt jetzt hier ohne Folie, denn ich habe vor wenigen Minuten das Ganze schon einmal abgedreht, alle Boxinhalte samt Folien, die Folien von den ganzen Boxinhalten entfernt, sowie auch von der Box. Und dann gab es irgendwann einen Fehler mit meiner Speicherkarte, dementsprechend jetzt nochmal ohne Folien. Ja, das nur als Info am Rande. So, das ist die Box, kommt hier in Schwarz und Weiß. Wir haben hier einmal den Schriftzug Zero, darunter lesen wir den Albumtitel Regen. Dann ist Zero hier abgebildet in Schwarz-Weiß. Die ganze Box kommt in so einer dünnwandigen, ja, Pappe, also so dünne Pappbox. Dementsprechend haben wir auch hier schon so diverse Beschädigungen, die hier beim Transport entstanden sind. Hier zum Beispiel an der Ecke, das ist glaube ich hier die schlimmste Ecke. Ansonsten, ja, so kleine Einbuchtungen und Druckspuren, genau. Ja, Zero-Regen hier auf der Seite, hier auch nochmal. Auf der Unterseite sieht das Ganze so aus. Und auf der Rückseite lesen wir hier 4Music, das ist das Label, Barcode, Beteiligte. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. So, die Box ist jetzt leer. Packen wir mal zur Seite. Und was haben wir hier? Wir haben hier einmal das Album an sich, Regen. Dann haben wir als zweites Road to Rain. Eine Tasche, ein Frontpack. Und dann haben wir noch ein Büchlein, so ein Heftchen hier mit Lyrics zum Album. Jawohl. So, wir starten immer mit dem Album an sich. Das ist dieses hier, Regen. Im Jewel Case kommt das hier, Cover ist das gleiche wie auch auf der Box. Auf der Seite lese ich auch nochmal, Zero Regen. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Die ist hier auf jeden Fall sehr ungewöhnlich. Also die ist hier, sieht fast so ein bisschen handschriftlich aus und sie ist auch nicht durchnummeriert. Meines Wissens 14 Tracks auf dem Album und ein Feature. Barcode, Beteiligte, okay. Dann schauen wir mal rein. So, was haben wir hier? Schauen wir mal ins Booklet. Fotos in Schwarz-Weiß. So sieht das aus. Jawohl. Weitere Fotos. Also das ganze Artwork, das ganze Booklet hier auch wieder so in Schwarz-Weiß. Sehr düster gehalten. Allerdings keine weiteren Informationen zur Tracklist und auch keine Credits zum Album, sondern echt nur diese Fotos. Die CD kommt hier auch wieder in Schwarz mit grauem Aufdruck. Rückseite wieder komplett schwarz. So, das war's zum Album. Dann haben wir aber noch ein weiteres Jewel Case. Und zwar ist das dieses hier. Road to Rain nennt sich das. Another Masterpiece by the One and Only. Darunter noch ein Verbraucherhinweis auf Englisch, recht klein. Und Zero sitzt hier scheinbar gerade in einem Auto. So, Road to Rain. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. 13 Stück sind es geworden. Dann hier auch wieder beteiligte Barcode. Und im Innenleben haben wir hier kein Booklet, aber wir haben zwei Einleger. Und die sind hier alle beide doppelseitig bedruckt. Und zwar einmal hier mit dem Cover von Road to Rain. Dann einmal hier das Cover des Sweet Tapes. Dann haben wir noch einmal das Raw Tape und Stormy. Also das waren EPs, andere Releases von Zero und man kann sich hier dann jetzt entscheiden, welches man als Booklet hernehmen möchte. Ich werde es jetzt bei Road to Rain belassen. So, dann machen wir die hier wieder rein, die beiden Einleger. Wunderbar.
Das ist die CD. So sieht die aus. Okay, auch hier wieder in Schwarz. Gut, dann kommen wir zum dritten Inhalt, und zwar dem Lyric-Büchlein. Auch hier wieder in Schwarz und Grau. Dann schauen wir mal rein. Oh, es gibt auch ein Foto in Farbe hier. Also, was wird hier getrunken? Ich kann es leider nicht erkennen an der Flasche. Aber wir haben auf jeden Fall hier einen Aschenbecher. Dann wird hier vermutlich Alkohol konsumiert. Und das freut mich besonders. Hier im Hintergrund an der Wand haben wir ein dickes, goldenes, eingerahmtes Bild von dem einzig wahren, der Legende überhaupt, Falco. Sehr schön, dass er seinen Weg hier ins Booklet finden konnte. So, was haben wir hier? Das sind scheinbar wirklich die Lyrics. Also, das Ganze wurde hier vermutlich original von den Notizen, von den Zetteln von Zero hier so eingescannt und dann hier entsprechend verarbeitet. Also hier kriegt man einen guten Einblick davon, wie sowas abläuft. Hier sind auch immer noch irgendwelche Skizzen oder sonstige Kritzeleien mitverewigt. Ja, also ziemlich wirre Struktur, aber natürlich authentisch. Auch Zeichnungen sind hier mit dabei. Unter anderem auch hier eine nackte Frau. Ja, hier kann man dann die einzelnen Tracks nachlesen oder mitrappen, mitsingen. Okay, die sind jetzt wieder etwas geordneter. I hope I inspired you. Ah ja, okay, und jetzt haben wir hier leere Seiten, bedeutet, hier kann man dann eigene Lyrics noch verfassen. Ja, hier gibt es ein paar Zettel, ein paar Seiten Platz. Der Aschenbecher zum Abschluss. Ja, und das war das Lyric-Buch. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann dieses Täschchen hier, Frontpack, so nennt sich das Ganze. Hier haben wir einmal den aufgedruckten Holy-Schriftzug. Den hatten wir, glaube ich, auch damals bei dem Shirt von der ersten Box von Zero. War das, glaube ich, hier Backprint oder so bei dem Shirt. So, die Marke, muss ich ehrlich sagen, kenne ich nicht. Avor. Ups. Was haben wir hier? Echo und Social, Learn More Inside. Evo Front Pack. So, dann sind hier die Infos. Okay, 1,5 Liter Wasser abweisend, 100% recycelte Materialien. Okay. Alles klar, also hier werden wir so aufgeklärt über die Verantwortung und generell so, worauf diese Firma Wert legt. Fairwear, sehr schön. Und das Ganze ist hier ein Frontpack Ripstop Black Zero, made in Vietnam. Grüße gehen raus. So, und dann schauen wir uns das Ganze an. Es ist hier vorne einmal ein Klettverschluss mit zwei kleinen Klettflächen hier. Dann haben wir hier die Taschen. Ah nein, es ist nur eine. Also auch wenn es von außen so wirkt, als wären die getrennt, es ist tatsächlich eine hier. So sieht das aus, in Schwarz. Können wir wieder zukletten. Und oben haben wir dann einen Reißverschluss. Das ist dann so die eigentliche Tasche, das Hauptfach in, was haben wir hier, so ein Hellgrau. Auch hier in der Mitte wieder so ein Trennnetz drinnen. Ja. Und auf der Innenseite, also wo man das dann trägt, haben wir hier dann, also keine Tasche, die man so umhängt, sondern es ist wirklich so eine zum Festmachen um den Oberkörper. Also das Ganze, das hier sitzt dann am Rücken, das hier vorne dann auf der Brust. Und dann hat man hier entsprechend die Möglichkeit, mit diesen drei Bändern das größentechnisch noch anzupassen. Und wir haben dann hier auch noch eine Schnalle, um das wirklich leicht an- und ausziehen zu können. Jawohl. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Frontpack hier, dann das Büchlein mit den Lyrics zum Album Regen, dann die Bonus-CD, die hier im Jewelcase kommt, Road to Rain, mit insgesamt 13 Tracks, und dann haben wir natürlich noch das Album an sich, Regen, mit 14 Tracks, ebenfalls im regulären Jewelcase. Jawohl. Das alles
In dieser wunderbaren Box Regen von Zero. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Zero unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.